Aloha, ich grüße euch. Ja, es sieht irgendwie immer noch genauso schlimm aus, aber für mich eigentlich nicht, für euch wahrscheinlich. Aber ich habe hier, ne, die Washis habe ich hier erstmal reingetan. Ich habe Stanzen wieder gefunden. Hier habe ich die Holzstempel reingetan. Hier sind ja so die ganzen Stanzen, die ich gefunden habe und Stempel. Ich finde, das sieht schon richtig gut aus. Das sind meine Curl Brush Marker. Hier sieht es auch ein bisschen wild aus, aber das machen wir jetzt einfach. Es wird dauern. Ich denke mal, um hier richtig Ordnung reinzubringen, wird das dauern. Das letzte Video war über eine Stunde und ich denke mal, damit rechne ich jetzt auch wieder. Also, viel Spaß! So, ja, Washi-Tape, hier Holzstempel und vor allem, oh, den habe ich wieder gefunden. So ein, ich wusste gar nicht mehr, dass ich den habe. Der stand auf meiner Wunschliste. Seht ihr mal? Ja, gezeigt und dann einfach irgendwo hingeschmissen. Was heißt hingeschmissen? Hier, ne? Auf Seite und dann hierhin, dann dahin, weil dann kam der nächste Haul, dann kam das, dann kam das. Dann, ja, wie es so ist. Also ich muss mich da nicht rausreden. Ich bin eh kein sehr ordentlicher Mensch. Ich habe es gern ordentlich, aber ich bin nicht sehr ordentlich. Aber irgendwann wird es auch mir zu viel. Ich möchte hier wieder basteln können. Einen freien Schreibtisch haben. Einfach dann auch das Falzbrett hier hin tun können. Irgendwas schneiden können. Ohne, ach, kann ich jetzt nicht drehen, weil ich habe ja hier nur so ein bisschen Platz, ne? Sondern ich möchte hier Weiten haben. Und ich möchte es auch nicht mehr so weit kommen lassen. Das schauen wir mal. Erstmal müssen wir aufräumen. So, hier. Washi-Tape habe ich erstmal hier reingetan. Ich habe ja nur eine Menge Washi-Tape. Die sind da im Regal. Aber ich denke, ich werde hier noch einiges finden. Von daher kommt das auch erstmal hier hin. Hier hin ist witzig. Hier so, ja. So. Ja, ich habe noch eine Paste gefunden. Auch cool. Genau, da wollte ich nämlich gestern Abend. Das Körbchen ist zu klein. Das wollte ich nämlich auch noch machen. Gucken. Oh, Kabel. So, dann habe ich Stanzen gefunden. Ich habe das schon ausgestanzt. Das müsste auch von Alina Craft sein. Und die sind auch von Alina Craft. Die habe ich nämlich gesucht, wo ich denke, du hast die doch. Das ist Stanze und Stempel zusammen. Ja, ausprobiert und dann hier irgendwo hingeschmissen. So, dann hier ein Karl Brush Marker. Der gehört eigentlich da rein. Den hätte ich natürlich gesucht. Aber kommt jetzt erstmal hier in meine oberste Schublade. Da sind Tools und Stifte drin. Schon habe ich wieder ein leeres Körbchen. So, das ist jetzt die Frage. Das ist ja eher Washi-Tape. Das tue ich mit in die Kiste für Washi-Tape. So. Wie auch das Band, weil das ist selbstklebend. Ne? Das gab es ja auch mal selbstklebend im Action. Mag ich eigentlich ganz gerne. So, das kommt hier hin. Ja, die Muffin-Förmchen, die tue ich mal hier hin. Die habe ich euch im letzten Video schon gezeigt. Da müsste ich jetzt hier meinen, wo meine Kamera draufsteht, abbauen. Da kommt das rein. Das mache ich später. Hier haben wir die Ribbons. Und hier ist so ein Kleingedöns. Dafür brauche ich auch jetzt mal was, wo ich Kleingedöns rein tue. Und das kann hier mit rein. So. So. Ja. Das ist leer. Stelle ich mal hin. Ja, jetzt nicht denken, jetzt stellst du da alles wieder hin. Ich muss ja erstmal ein bisschen, ne? Ich muss erstmal noch ein bisschen mehr Chaos verbreiten, obwohl ich schon echt zufrieden bin. Ja, das wird natürlich später sortiert. Ne? Stanzen und Stempel in den A4-Mappen finde ich sehr, sehr cool. Und ich möchte ja eigentlich, das wollte ich schon immer, ich habe mir das auch mal angefangen, in so Mappen Projekte reinzumachen, weil ich habe gestern auch noch Sachen gefunden. Ich habe euch ja teils auch die Sachen gezeigt, wo ich Karten gebastelt habe.
und euch zeigen wollte. Und dann kam wieder irgendwas dazwischen. Und dann, ja, irgendwo rein, nicht mehr wiedergefunden. Und wenn ich irgendwas mache, auch mit irgendeiner Stanze und auch zwischendurch dann keine Zeit mehr habe, keine Lust, was auch immer, dass ich mir das in diesen Taschen aufbewahre. Und dann weiß ich, ach, ne, hier ist alles drin, da ist die Stanze drin, da ist das Papier drin. Und ich glaube, damit komme ich besser zurecht, hoffe ich. So, das kommt jetzt erstmal weg. Ja, eigentlich, na, das waren die, die, ach, das wollte ich euch verlinken, habe ich vergessen. Habe ich vergessen? Und da fällt mir ein, ich habe auch Andrea vergessen zu verlinken, muss ich auch noch machen, im alten Video. So, ja, Papierreste. Wenn ihr wüsstet, was ich für Papierreste habe, da habe ich schon überlegt, ob ich das mal alles dem Kindergarten gebe. Ich habe bestimmt 3 Riesenkartons, weil ich kann ja nichts wegschmeißen. Ne? So. Ach, hier haben wir die Krönchen. Das kommt aber hier direkt zu den Perlen. Da muss ich dann auch noch irgendwann aufräumen. Ach, nochmal Washi-Tape. Das kommt hier hin. Müll. Ach, hier. Müll. Nein, nein, nein. Wir üben heute eine Klorolle wegzuschmeißen. Nein, nein. Feinliner 0,1. Der kommt hier erstmal rein. Gummi. So. Ja, ihr seht ja jetzt nicht viel. Ich kann nur die Sachen hier hin. Ich hole mal hier hin, was ich hier so finde. So. Ja, das war ein Teil. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gekauft habe. Zum Schneiden von Geschenkpapier. Mutter, Konzentrate, Konzentrate, ne? Irgendwie. So, hier habe ich nochmal eine Beschreibung vom Wachsziegelset. Das funktioniert, hat noch nie funktioniert. Das hat das Papier zerrissen. Entweder ist das wirklich so ein Billigteil. Und ich teste das jetzt nochmal hier dran. Gerade bin ich ein bisschen dämlich. Nein, es ist einfach nur stumpf und das kommt jetzt weg. So, weg, weg. So, hier habe ich mal eine Schachtel gebaut. Gebaut, ja, gebastelt. Ach so, mit so, die so ein bisschen dicker ist. Ja, kommt hier rein. Ja, das Washi-Tape, da hat der Hund mal drauf rumgebissen, wie ihr seht. Und nee, bade ich erstmal noch. Ja, dann haben wir, die gab es mal im Action. Und da schaue ich mal, habe ich ein Fach. Dann mal die Blümchen. Oh, ich gucke. Ah, da kann ich ruhig. Das waren mal so Teile von. Das ist Träne Kräne. Das kann man so anhängen. Da sind nur 4 Stück drin. Und dann tue ich jetzt von Hobby Flora die Dinger da rein. Ich muss die Sachen ja, also das hier auch später noch sortieren, aber das ist das Feinschliff. Ne? Das ist so weit sortiert, das ist echt Feinschliff. So, und weg, eine Schachtel weniger. Ja, und guckt mal, von Weihnachten nicht gebraucht. Aber ich habe ja meine Ribbon-Aufbewahrung. Und da hänge ich das dran. Und damit komme ich sehr gut zurecht. Ne? Einige haben ja da gemotzt. Ich habe ja mehrere Aufbewahrungen. Ich rede jetzt von der Aufbewahrung die mit dem Grillrost. Ich verlinke euch das Video, wenn ich dran denke. Und das ist für mich super. Das ist wirklich super. Ich finde es dekorativ. Und ich kann wirklich mit meinem Teil, was ich bastel, wo was dran soll, hingehen und habe so die komplette Farbauswahl. Also es ist toll. Und es staubt, ja, ich meine, ich wisch ja da Staub. Und das hängt halt an diesem Grillrost. Und das kann ich, brauche ich einfach nur auszuschluckern. Ne? Also einmal schütteln, fertig. Von daher, alles gut. Also für mich funktioniert das. Und ich habe ja hier auch nicht großartig was zum Hängen. Und deswegen hängt eins bei uns im Wohnzimmer. Mein Mann hat nicht geschimpft. Sieht gut aus. Und eins im Flur. Und das sieht auch gut aus. Das ist ein ganz langer, langer Flur. Und das ist echt mega. Kann ich nicht anders sagen. So, jetzt machen wir das hier mal auseinander. So. Und das kommt halt alles an diesen Grillrost. Obwohl, das bin ich schon am Überlegen. Und das hier ist ja wie so Pfeifenreiniger.
Übrigens habe ich die Stifte, die Kreidestifte vom letzten Video, ich habe die in die Tonne geschmissen. Ne? Irgendwann muss man auch mal sagen, ist gut jetzt, ne? Da könnte vielleicht nur einer von schreiben und ne? Es nützt auch nichts, wenn ich dem Kindergarten die gebe und die Hälfte schreibt nicht. Das ist Unsinn. Und ich glaube auch nicht, dass die mit so dünnen Stiften irgendwas anfangen können. Und das möchte ich einfach nicht. Und ich habe da gern mit geschrieben, aber sie tun es einfach nicht mehr. Von daher weg. Ne? Einfach mal ein bisschen rational denken und nicht nur emotional. So. Ach, ich habe hier schon wieder freie Sicht. Mega. Finde ich cool. Richtig toll. So, also ich fummel das jetzt mal auseinander, werde das dann direkt auch verorten, also an den richtigen Ort tun. Und dann sehen wir uns sofort wieder. So, alles aufgehangen, aber was sehe ich? Hier ist noch eins. Okay, das bringe ich gleich weg. Dann habe ich hier noch einmal, guck mal, diese schöne, dieses Seil. Das kommt aber zu den anderen Bändern. So, dann habe ich einen Zettel, 20x12, 14x16 für Karte. Keine Ahnung. Hier habe ich mehrere so aufgeschriebene Sachen, Falzen bei. Hier sind, was habe ich, da habe ich irgendwas vorgehabt, da habe ich mir Markierungen gemacht. Keine Ahnung. Dann hier, ich glaube, das habe ich euch auch schon gezeigt, ne, aus dem DIN A4 Blatt, so, wo man so 1, 2, 3 Einstecktaschen machen kann. Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe euch das gezeigt. So, das kommt hier rein. Da habe ich nämlich hier die ganzen Karten, die ich vorbereitet habe und teils gebastelt habe. Dann habe ich hier noch Karteikarten. Exakt kommt da, die kleinen. Wo habe ich die drin? Ich glaube hier. Ups. Ich meine hier. Karteikarten. Richtig. Und dann habe ich hier so meine ganzen Karteikarten. Ich gucke mal weiter unten, was da noch so drin ist. Da müsste ich auch mal, das mache ich aber ohne euch, da sind Papiere drin. Warum habe ich denn echt so Neonfarben? Ne? Ist auch mal witzig, ne? Könnte man auch mal was mitmachen. So, und da habe ich dann auch gerade meine Caron Brush Markers. Da komme ich dran. Achtung, dann fällt da was runter. Ups. So. Und da müsste ja einer fehlen. Genau, und den tue ich nämlich jetzt da rein. Ich weiß noch nicht, wie ich die aufbewahre, weil die werden ja so geliefert, aber das nimmt mir eigentlich zu viel Platz weg. Könnt ihr mir sagen, darf man die auch liegend lagern? Die Box ist ja schon cool, ne? Aber die kann man ja auch zweckentfremden. Aber darf man bestimmt auch liegend lagern. Ne? So. Ja, cool. Oh, ist da ein Staub da hinten. Alter Verwalter. Ich muss sie aber erstmal wieder dahin stellen. Ja, dann von letztem Jahr Sommer hier diese Teile, die ich eigentlich bebasteln wollte. Ja, wollte, ne? Hätte Fahrradkette. Habe ich nicht gemacht. Oder sonst, aber da kann ich vielleicht auch hier Zeug noch reintun, ne? Also erstmal zum Sortieren, nett, um dann da drin aufzubewahren. Was haben wir hier? Nochmal Washi-Tape-Shop-Papier. Das wollte ich ja mich von trennen. Ein verknickter Kartenrolling. Was haben wir denn hier? Ach, Karten, genau, von gefärbtem Papier. Ich glaube, das sind 86. Größen, ETC-Kartenaufleger. Ja, das sollten wir. Ne, wollte ich. Ach, da habe ich schon. Ach, guckt mal mit Fotopapier. Aber seht ihr den gelben Rand? Ich weiß nicht, wie ich das angeklebt habe. Da ist ein gelber Rand. Aber es ist ja schick, je nachdem. Ne? Cool. Ja. Weil Bock auf ATCs basteln habe ich, aber mit dem Sammeln habe ich es nicht so. Also, weiß ich nicht. Aber die zu basteln macht total Bock. So, das Teil von Systrene Kräne, da fehlt nämlich ein Teil. Wollte ich mal umtauschen. Ich hatte aber den Kassenbon nicht mehr. Und von daher, ja, die haben sich blöd angestellt. Fand ich total doof.
hat gekostet 3,08 €. Ich verwahre das jetzt nicht, weil was will ich damit? Es funktioniert nicht. Weg. Oh, ich bin so stolz auf mich. Ich bin so stolz auf mich. So, hier haben wir nur einige Sachen. Hier sind. Ach, guck mal, ich habe rosa Gummibänder. Sagt mir doch einer, dass ich rosa Gummibänder habe. Hier haben wir so eine Ecke. Das sind auch. Ja, das kommt alles hier rein. Da muss ich später mal sortieren. Wie gesagt, vielleicht werde ich davon auch mal was. Also einen Stand teilen. Ich sage, oh, das ist mir zu viel, dass ich davon mal was verschenke oder so. Das werde ich wahrscheinlich über die Facebook-Gruppe machen. Mal gucken. So, was haben wir denn hier? Ein kleines Kistchen mit Gedöns. Alter Verwalter, was ist denn da alles drin? Auf jeden Fall nochmal hier die Herzchen. Okay. Ganz, ja, das muss ich sortieren, wenn ich die, ja, hier an der Seite meine Boxen sortiere, weil das macht jetzt keinen Sinn, sondern dann sortiere ich da zweimal. Deswegen bleibt das hier mit drauf. Und ich habe hier diese wunderschöne Mega-Etagere, ne? Die ist ja wunderschön, aber ich habe hier so ein kleines Bastelzimmer. Ich brauche eigentlich den Platz. Aber man will auch was fürs Auge haben, ne? Was habe ich hier noch? Auch, achso, das hatte ich euch schon gezeigt. Memory Decks, Fotos. Ach, und guckt mal hier. Der nächste, was hab ich da? Ah, habe ich das aufgemacht? Ist ja auch süß. Nutze ich es? Weg. Ach ja, hier. Der nächste Acrylblock, obwohl, also der ist aus dem Teddy. Ich finde den nicht ganz so gut, weil der hier so, hört er das? Ne, der ist nicht ganz plan. Also wenn ihr einen Stempel habt, einen Clear Stamp, der nicht mehr so viel Haftkraft hat, ist das, naja. Übrigens habe ich eine extra Box für Acrylblöcke und da sind Tatsache auch 3 Stück drin. Ich habe auf jeden Fall mehr, aber ich weiß auf jeden Fall wieder, dass ich eine Box habe. So, hier nochmal ein Washi-Tape. So, dann habe ich hier, oh, das ist schon uralt, aber weil das so schön ist, kann ich das nicht verwenden. Obwohl das Quatsch ist, ne? Kommt jetzt hier in meine Schublade. Da sind so Sachen zum Verschicken drin. So, damit ich das auch nutze. Das nützt ja nichts. So, ja, meine. So, und dann habe ich hier so ein kleines Teil. Das habe ich mal, da habe ich mal eine Anleitung gemacht, glaube. Ewig und 3 Tage her. Da habe ich auch so kleine Stanzteile drin. Soll ich das nochmal reaktivieren? Ich glaube, das mache ich irgendwann. Ah, Einhorn-Büroklammern. Ich glaube, die hat mir irgendjemand mal geschenkt. Auch, ja, da werde ich mich später drum kümmern. Hier habe ich noch so ein Kistchen. Da ist ein verstaubter Unterteller. Ach, guck mal. Von der Feentür. Hier so ein kleines, auch wie süß. Und hier diese Herzchen. Und die müssten auch hier reinkommen. Habe ich noch was Platz? Eigentlich dachte ich, hätte die alle hier drin, aber anscheinend ja nicht. Komme ich jetzt so nicht dran. Toll, wenn ich das immer sage. Und der ist ja auch hinüber. Passt das alles hier rein? Würde ich jetzt erstmal hier rein tun. Nee, wisst ihr, was ich mache? Ich habe doch hier. Das muss ich ja eh sortieren und das ist so schön in der Box. Das tue ich erstmal hier rein. Oh, und hier dieses klein, süß. Oh. So. Das hier auch. Und das hier, glaube ich, auch. So, dann sortiere ich das nämlich später, diesen ganzen kleinen Scheiß, sag ich mal. Und das hier ist so verbogen, da kann ich jetzt Müll reintun. So, und dann kommt das weg. Ach, ach, mein Bling Bling, Bling Bling und hier Gold zum Embossen. Und was haben wir hier? Noch eine Farbe. Kann man die auch als, ich weiß, muss ich gucken. Das kommt jetzt erstmal hier hin, weil ich habe eine Box mit Embossing, wo der Embossing-Film alles drin ist.
Und das mit der Farbe kommt zu den Mousse-Sachen. Es rückt, es rückt, es rückt. F ist Sticky Notes. Einen kleinen süßen Koffer. Ich habe ein scheißes Dama, oder? Aber ich mag's. Ich mag es total gerne. Hier haben wir so einen Anhänger. Ach, das war aus irgendeinem Action-Set. Und das ist mir nämlich hier irgendwo hingefallen. Und dann habe ich es nicht mehr gefunden. Jetzt habe ich es wieder gefunden. Seht ihr, das Haus verliert nichts. Hier rein. Tannenbaum. Leute, Leute, Leute. Eieiei. Langen Faden. So, das hier war eigentlich immer cool. Da habe ich mir nämlich aufgeschrieben, wenn ich schnell irgendwie was wissen wollte oder mir notieren musste beim Live oder so. Super. Das war eigentlich echt cool. Warum passt das nicht hier rein? Weil das eigentlich nicht da reingehört. Das ist so ein Reiter. Das kommt hier, tun wir jetzt mal Gedöns rein. Genau. So, dann haben wir hier, nutze ich das? Irgendwann braucht man das vielleicht. Nein, nutze ich nicht. Müll. So. Und hier haben wir, das kommt auch erstmal hier rein. Gummiband, Gummiband. Das kann auch weg. Das kommt hier hin. Abgeschnittene Ribbon. Das kommt hier rein. Da habe ich nämlich die abgeschnittenen Ribbon. Büroklammern bunt. Kommt auch erstmal da rein. Nadel und Faden kommt da rein. Ah, ein Perlenengel habe ich auch geschenkt bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Kommt auch erstmal hier rein. Oh, ich habe Platz hier. Ich habe Platz. Und es ist, ach, das ist von der Schere. Kommt auch erstmal hier rein. Okay, ihr könnt es jetzt nicht sehen, ne? Aber cool, cool. Cool. So. Ja, ich hoffe, es ist euch nicht zu langweilig. So, hier haben wir noch, ach, das war von der Stanze, das kommt ja hier rein. Hello Kitty. Und hier haben wir Klammern. Ich die hier vielleicht rein tun. Wenn ich irgendwas klebe und das soll halten, obwohl die eigentlich ja so einen großen Druck machen, also da hat man schon mal die Abdrücke. Und hier haben wir ausgestanzte Blümchen. Die kommen hier hin, das muss gewaschen werden. So. Ja, keine Ahnung. Sagt mir bitte, dass bei euch auch sowas rumfliegt. Keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich irgendwo was zum Aufhängen sein. Da fehlt der Haken. Also kommt erstmal hier rein. Alter Verwalter. Mann, 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 Mann. So. Ach, hier sind die. Guck mal. In den kleinen Containerchen. Hier die ganzen. Oh, schön. Da freue ich mich auch immer so. Also das ist so. Ach. Becky Cat, das war ein Lieferant von AliExpress. Was habe ich hier drauf stehen? Leporello basteln, aufbewahren. Das ist aber uralt. Ach, Videoideen. Das kommt erstmal hier, wo die Karten und Schriftverkehr drin war. So, oh. Das müsste man einfach irgendwie anders aufbewahren. Mal gucken. So. Washi-Tape-Papier weg. Und das hier ist ein Schätzchen, ihr Lieben. Das ist echt ein Schätzchen. Das habe ich so lange. Und ich bringe es nicht fertig, die Sachen da rauszunehmen. Das war mal so gehypt vor Jahren. Also ewig, ewig lange her. 6, 7, 8 Jahre. Think happy, be happy. Art, Inspiration, Joy. Das sind so, ja, Sprüche. Und die man halt fürs Journal nutzen kann. Ne? Das war total gehypt. Und ich glaube, ich muss mal anfangen, das auseinander zu machen. Ne? Weil es nützt ja nichts. Es nützt nichts. So. Das hatten wir schon beim letzten Mal. Das habe ich da wieder hingeschmissen. Warum? Warum?
Keine Ahnung. Ich lege es mal hier wieder mit rein erstmal. Ach, mein Silikonpinsel. Hier. Na, obwohl ich zwei davon habe. Das ist der vom Teddy. Jetzt wäre ich drin. Mega zum Verstreichen. Ne? Aber ich nutze ja auch neuerdings das Kosmetikei. Geht eigentlich auch ganz gut. Nur bei Sachen, die stark saugend sind, ist das nicht so prickelnd. Ah, da muss man gucken. So. Ja. Etliche Dönsrad. So. Ich würde sagen, hier ist jetzt grob. Ich mache mich jetzt an die rechte Seite. Hier habe ich schon ein paar Sachen hingelegt. Hier ist Post zum Beispiel. Und hier, die habe ich ja auch gekauft, weil ich die schön fand. Ne? Aber wenn ich jetzt so gucke, so im Nachklapp, weiß ich nicht. Ich müsste die mal verwenden, um zu sehen, ob sie mir gefallen. Aber so würde ich sagen, was hast du dir dabei gedacht? Ja, hat glitzert, es ist bunt. Ne? Keine Ahnung. So, hier ist eure Post und auch Sachen, die ich vorgebastelt habe. Da wollte ich euch ganz viele One-Sheet-Wonder nochmal zeigen. Das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Da habe ich hier alles aus einem Blatt Papier. Hier ein ganz dickes, aber mit kleinen Sachen. Also sind alles nur Rohlinge. Müsste man noch fertig machen. Ich habe natürlich erstmal Papier genommen, was mir nicht so gut gefällt, wie das hier. Obwohl, das gefällt mir schon gut. Aber das habe ich auch schon öfters gebastelt. Da wusste ich, dass mir das gelingt. Das sind alles so Sachen, habe ich alles vor. Aber die Zeit, ne? Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören. Ich auch nicht. Das ist echt nicht so schön. So, ja, die habe ich euch ja auch mal gezeigt. Diese Quarktaschen hier. Aufkleber. Hier muss ich jetzt auch noch Post von euch. Oh, muss schnell wegtun, damit ihr, das kommt hier oben drauf, damit keine Adresse zu sehen ist. Restpapier. Ein Papiertütchen. Was auch immer da drin war. Dann haben wir das. So. Ach ja, hier habe ich noch Stanzer. Hier habe ich dieses Prägegerät von Kreativdepot. Habe ich euch nie gezeigt. Ich wollte es eigentlich auch mal umtauschen, weil ich meins prägt nicht so, aber ja, halt nie gemacht. Ne? Handstanzer. So, Karton leer. Die werde ich jetzt mal da zu meinen Handstanzern räumen. Und da werden wir auch noch sortieren. Ich werde alle Handstanzer irgendwann mal ausprobieren und dann auch aussortieren, weil manche sind auch von QVC aus dem Outlet und das ein oder andere stanzt nicht. Ich werde mir noch Schleifpapier kaufen und dann werden wir versuchen, ob das wieder geht. Und wenn nicht, kommen die weg. Punkt. Da bin ich wieder, einen Tag später. Und ich habe auch schon fast 10 Minuten gefilmt, weil hier alles wieder voll stand, weil ich den Wagen neben mir ein bisschen, ja, deklattert habe, um überhaupt Sachen zu verstauen. Da bin ich auch schon ziemlich weit gekommen. Ich habe mich aber ein bisschen verplappert wegen Kooperationen und so. Und ich glaube nicht, dass ich das ja, hochladen möchte. Und deswegen seht ihr hier. Ja, so ist es. Aber wir machen hier mal weiter. Oh, ich nehme eins runter, das andere fällt. Kennt ihr das? Oh, aber also erstmal muss ich ja Danke sagen. Ne? Ich habe, das sage ich jetzt in diesem Teil, also. Ich habe ja schon eine halbe Stunde gedreht, aber das war gestern. Da war das Video gerade online, da habe ich natürlich nicht geguckt, was wer geschrieben hat. Vielen, vielen lieben Dank für euer Feedback. Mega, 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 mega. Ja, danke. Also ich bin so froh, dass ich hier nicht alleine so ein Chaos habe, sondern dass das anscheinend relativ normal ist. Oder ja, ich sag mal, Gottes Tiergarten ist ja groß. Ne? Also es gibt sie ja von allen Sorten und deswegen leben und leben lassen. Ne? Und ja, das ist die Realität bei mir und bei vielen anderen anscheinend auch. Ja, vielen Dank für die lieben, lieben Worte. Ja, vielen Dank für die vielen neuen Abos. Danke, danke, danke. Ja, ich bin sprachlos. Hätte ich nie gedacht, als ich angefangen habe mit YouTube. Cool, mega. Danke. Danke, danke, danke. Ah, ja, schön. Also ich freue mich, ihr wollt weiter gucken, habe ich mir fast gedacht. Deswegen habe ich ja gestern einfach schon weiter gedreht. Das ist beim Live natürlich schwierig, ne? Also, weil viele haben gesagt, vorher schon, als ich habe das ja schon länger vor, gesagt, mach das beim Live. Es ist einfach nicht möglich, weil ich müsste den Chat verfolgen. Da müsste hier jemand sitzen. Aber das geht ja nicht, weil hier alles voll ist. Also. Ich habe ja jetzt auch auf den Boden geschmissen. Ne?
Weil das muss ja dann auch noch sortiert werden. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen weiter. Ich habe hier, ich finde die Kisten ja super, ne? Obwohl die hier, die geht so leicht auf, aber so eine Kiste mit fest zum Zumachen, DIN A4 und so was natürlich in DIN A, also in 30x30, wo die großen Blöcke reinpassen würden, fände ich total super, aber ist leider unbezahlbar. Das hier habe ich mal von der Messe. Man könnte einen Gummi drum machen. Und da gucken wir jetzt mal rein. Ich glaube, da ist ein Stempel drin. Genau. Auch noch nie benutzt. Ja, und ich hatte ja ein Jahr lang von Annes Stempel Design die Stempel. Ich bin, die sind wunderschön, die sind wirklich wunderschön. Und auch von der, die kommen so in einem, ne, in dieser Mappe und finde ich total klasse. Aber ich bin nicht dazu gekommen. Und das sind, ist der eine oder andere wirklich schöne Stempel. Ich kann nicht mit allen was anfangen, aber das, wie, wer kann das schon beim Stempelset? Aber es sind wirklich tolle Sachen. Guckt da mal rein. Aber ich bin leider nicht dazu gekommen. Dann habe ich diese kleinen. Warum ich... Das ist auch so ein Ding. Ich meine, mittlerweile kaufe ich sie ja nicht mehr. Außer die Buchstaben sind besonders. Ich habe mir jetzt nochmal Clear Stamps gekauft, weil die so schön waren. Aber da kann ich auch sehen, wie ich das stempel. Ich weiß nicht, wie viele von den Stempeln ich habe. Das muss ich gucken, ob ich das dann aussortiere. Weiß ich nicht. Ja, aus dem Teddy. Und das war auch, das wollte ich, das war so ein Pinselhalter, ne? Brushholder, genau. Pinselhalter, cool, ne? Warum habe ich das nicht ausgepackt und zu meinen Pinseln getan? Das war von Systrene Kräne. Stellt mal hin, da kann man den Pinsel so draufstellen. Finde ich mega. Cool. So. Das, oh, ich schmeiße auf den Boden. Da kommt der Müll rein. So. Genau. Ich hatte mir nämlich zwei gekauft, weil man hat ja meistens zwei Pinsel. Also ich, wenn man hier brusht oder wenn man rumsaut. Ja. Cool. So. Ja, und nochmal Annes Stempeldesign. Ich muss die alle mal zusammensuchen und dann mal abstempeln, zeige ich euch auch. Tut mir total leid, weil das sind wirklich liebevoll gestaltete Stempel. So, hier tue ich jetzt erstmal Stempel. Ach, hier ist noch eins aus dem Teddy. Und das hier, ach, 55 Cent. Das auch, 55 Cent. Okay. Warum hatte ich das gekauft? Ich weiß nicht mehr. Und das kommt mir auch so bekannt vor. Ich lasse das zu. Das ist vielleicht auch sowas, was dann mal weg kann. Und das bleibt jetzt erstmal so und kommt. Ja, bei den Stempeln ist kein Platz mehr, ne? Ich habe ein Regal da mit Holzstempeln. Ja, wohin? Erstmal wieder hier drauf. Ja, okay, man muss ja erstmal mehr Chaos verbreiten, ne? Das ist ja Fakt. So, was haben wir hier? Nehme ich jetzt einfach mal runter, so wie es hier drauf liegt, ne? Aber ich glaube, das hatten wir alles schon mal in der Hand. Sticker. Das waren die tollen Bienensticker vom Teddy. Die habe ich ja schon gebraucht. Also da waren zwei Bögen drin und ein, der müsste hier irgendwo rumfliegen. Da klebe ich doch schon mal ein Bienchen drauf. Und das kann man auch noch gebrauchen. Ja, hier habe ich die schön, das kann weg. Die Sachen ausgeschnitten aus den Ephemera-Büchern. Hier ausgestanzt. Das hier waren die Sticker. Und hier nochmal. Ja, und da brauche ich eigentlich auch eine Aufbewahrung für. Ne? Wo ich die hin tue. Wo tue ich die? Ach, guck mal. Ich habe doch hier eine Box gebastelt. Hier habe ich die tollen Stempel von La Blanche ausprobiert. Das kommt auch mit da rein. Das ist ein Notizblock. Ein Ding von Washi Tape Shop kommt da rein. Müll. Was war das? Pappe. Könnte man ja noch was draus machen. Müll. Keine Ahnung. Auch Müll. Ups. Ja, das muss ich raus überdingsen. Ich hoffe nicht, dass ihr die Adresse gesehen habt. Das ist die Gefahr dann. Ne? Dann habe ich meine Prägeschablone ausprobiert. Oh, es ist so schön. Und hier haben wir nochmal Kartenhintergründe. Da habe ich eine Menge von gefunden. Oh, Menge von gefunden. Die habe ich jetzt alle mal unter ein Buch gelegt, damit die schön plan sind.
Ja, dann will ich weitermachen, dann finde ich es nicht, weil das irgendwo drunter gekommen ist. Unter die Räder, nein, unter den Schreibtisch. So, hier rein. Wie gesagt, zu dem Schränkchen hier an der Seite kommen wir nochmal. Und warum glitzert das so lila? Keine Ahnung. Das waren ATCs mit den mit der Paste. Oh, ich habe so Allergie. Oh Mann. So, selbstgefärbtes Papier. Ja, die Herzchen geprägt, kann man nicht so gut sehen. Hier noch zum Ausschneiden. Kreativdepot-Tüte. Keine Ahnung. Ach, hier habe ich das. Ach, Schere. Cool. Seht ihr davon? Da kann man ja auch nichts finden, ne? So. Moment. Papierhaufen tue ich erstmal dahin. Ja, wie gesagt, ihr habt gesagt, es ist nicht langweilig. Gut, ich mache jetzt einfach so weiter, wie ich meine. Ja, und hier habe ich dieses Prägegerät und ich finde, das hat nicht richtig geprägt. Das prägt hier nicht richtig. Ich weiß nicht, ob ich das... Ich habe das in dem neuen Release gekauft damals. Ob ich das jetzt noch umtauschen kann. Weil ich habe es dann nicht mehr gefunden und nicht mehr dran gedacht. Und ja, ich finde es eigentlich schade, ne? Weil das hier funktioniert. Nur das andere nicht. Ja, ich muss mal hinschreiben. Ich muss mal gucken. Ja, das ging gar nicht. Das war viel zu dick. Schade. Also im Nachhinein habe ich mich auch geärgert, dass ich es gekauft habe. Da ist mal wieder angefangen. Das ist ja halt, muss ich haben. Muss ich haben. Aber das, wenn es ja funktionieren würde, wäre es ja schön. Ich habe ja auch einige Videos gesehen, da hat es funktioniert. Nur bei mir irgendwie nicht. Aber vielleicht habe ich ja auch so einen Montagsprägeteil. Ne? Kann ja sein. So, was war denn das hier eigentlich? Perlabo. Ach so, genau. Das war, das war der Turban. Ich habe euch ja mal den, die von House of Christine diese Turban-Teile da gezeigt. Die ziehe ich auch auf. Also die habe ich jetzt noch aufgehabt. Oder einen davon. Ne, wenn ich schon mal Bad Hair Day habe. So, das brauche ich ja immer als Unterlage. Oder auch wenn ich mit Hintergründe matsche. Mega. Ne? Dann nehme ich nicht irgendwie frische Tüten, sondern wirklich alte Verpackungen. Da muss ich aber auch mal die alle an einen Ort tun. Ne? Das wäre schön. Ja, das hatte ich doch schon mal in der Hand hier. Das muss jetzt mal hier rein. Schwupps. So. Genau. Hier haben wir nämlich noch mehr Papier. Das muss ich jetzt erstmal. So. Ich weiß nicht, wo das Papier her ist. Ich würde sagen, das sieht eher, das sieht so aus wie Ideen mit Herz. Ist das nicht wunderschön? Da habe ich mal Tannenbäume ausgestanden. Schön. Und dann dieses Papier, weiß ich auch nicht, wo es her ist. Das glänzt so schön, sieht auch gut. Und vor allem, das passt so schön zusammen. Ne? Sehr, sehr cool. Ja, hier wieder Sachen zum Ausschneiden aus dem von Kate Curry. Papier, Papier, Fedon. Hier, House of Christine. Das, so, wo habe ich jetzt das Papier hingetan? Ich hatte doch gerade Papier, wo habe ich das hingetan? Leute, macht mich nicht. Kennt ihr das? Jetzt im Ernst. Ich hatte doch gerade das Papier. Da habe ich das hier drunter getan. Ja, hier drunter ist. Oh Mann. Mann. Ey. Da fragt man sich manchmal, ob man sie noch alle hat. So, da steht House of Christine drauf. Oh. Es ist Seidenpapier. Mal gucken. Oh, genau. Ich behalte es erstmal. Hier haben wir nochmal Kartenhintergründe, die ich übrigens öfters mal mache und euch versuche mitzunehmen und dann doch nicht mache. Schmierpapier. Ja, hier habe ich... Ach, das war von... da hatte ich euch entweder gestern oder in diesem Video die Stanzen gezeigt von Alina Craft. Hier habe ich nämlich schon gestanzt. Das heißt, das kommt mit in diesen Beutel, den ich wo habe. Schwester, Tupfer. Nee, hier,
Da ist es, da muss es drin sein. Natürlich das mit rein. So. Anleitung. Hier ist die Stempel geswatcht. Achso, da ja, sind wir schon fertig. Genau, das hatte ich dahin getan. Das hatte ich mit da drauf getan, ich Dämmlack. Und denk, warum sieht das da noch so aus? So, aber trotzdem, das wird natürlich noch fein justiert, aber dann ohne euch. Und ich komme hier gleich nicht mehr raus. Oh Mann, 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 Mann. So, ich ziehe mal weiter. Hier haben wir nochmal von Kate Curry. Das kommt mit da drauf. Oh, dann haben wir hier eine Kiste. Gelbes Papier. Papier zu Papier. Dann nochmal hier so ein Kistchen. Ach, meine Stempelhilfe hier. Ich habe sie gesucht. Da ist sie. So, und dann kippen wir mal aus. Und hier, ja, kleine Ausstandsteile. Da wollte ich bestimmt irgendwas mitmachen. Ach, guck mal, da könnte man gar... Ach, nein, weg. Also, jetzt nicht. So, und dann hatte ich doch das kleine Ding, wo die Ribbon-Dinger drin waren. So. So. So, Kiste leer. Das waren diese, die sind recht neu bei Action. Die sind so schön lang. Pummelt das mal ab. Wenn es denn. Nee, geht nicht so schnell. Oder? Nee, geht nicht so schnell. Dann lasse ich das so. Und das stapel ich mir jetzt mal hier drauf, die leeren Sachen. So, hier haben wir ja die, wo ich Sachen reintun wollte. Ne? Tüten, Tüten, Tütentrauma. Hier habe ich nochmal Perlen. Aber die haben ja hier ihren Platz. Die muss ich dann nur einsortieren. So, Teller. Leere. Dinger, Papier. Ach, langsam kommt hier so Land in Sicht. Ja, ganz viele ausgestanzte Teile. Warum ist das hier drin? Oh, ich habe mal eine Challenge aufgerufen. Das muss ich jetzt noch sagen. Vielleicht ist der eine oder andere sauer noch deswegen. Und zwar habe ich bei Facebook aufgerufen. Ich habe meine Stanzen fotografiert. Also zwei Körbe davon. Und habe gesagt, schreibt mir mal eine Zahl, also wer als erstes jetzt eine Zahl schreibt, also Korb A, Zahl 12. Dann nehme ich Korb A, zähle die 12. Stanze und daraus mache ich, bastel ich was. Und da kamen ganz viele Anfragen. Also habe ich ganz viele, haben gesagt, das und das. Und so, oh, ja, ziemlich viel. Ich habe aber angefangen. Ich habe auch zwei Videos dazu gedreht. Und also ich hab das genommen, habe angefangen zu drehen, weil das war nämlich unter anderem auch eine Kreisstanze. Und deswegen komme ich da drauf. Ich habe es nie fertig gemacht, weil dann wieder verschollen. Oh, wo hast du das hingetan? Was musst du machen? Oh, in Vergessenheit geraten. Oh, und dann, ich mag das nicht. Ich bin eigentlich ein zuverlässiger Mensch. In den meisten Sachen. Ich vergesse gern Geburtstage und sonstige Termine. Aber ansonsten bin ich eigentlich ein zuverlässiger Mensch. Und das tat mir total leid. Aber das will ich auf jeden Fall auch nochmal machen, weil ich habe so viele Sachen und auch Stanzen, die ich teilweise noch gar nicht genutzt habe. Und das, ich bin ja froh, dass ich sie habe, auf jeden Fall. Aber ich möchte sie auch nutzen. Und das hier, ne, das sind ja ganz viele Kreisstanzen, die tue ich jetzt einfach mal hier rein. Und dieses Pappteil hier kommt weg. Das kippt eh nur um. Ne, die ganzen kleinen Putzi. Was ist das? Keine Ahnung. Weg. Ich muss ja eh später saugen. Und hier ist ja eh, ne, seht ihr hier, ne, Wasser und Staub und so alles. Das ist klar. Ne, hier turnen ja auch Tiere rum. Und dann ist das ja auch nicht in, an einem Tag entstanden. Obwohl ich Chaos, einer hat auch geschrieben, das schaffe ich an einem Tag. Ich auch. Also das ist manchmal echt, weiß ich nicht, wie ich das schaffe. Aber ist auch eine Kunst, ne? So, was haben wir hier? Hier haben wir, das ist so ein Ding, wo man irgendwas dranhängen kann. Das kommt zum Beispiel jetzt in diese Kiste, die ich schon wieder nicht finde. Wo ist es denn? Hier. Ne? Wo so...
Ja, Sammelsurium. Da kann man hinterher gucken, kann das noch jemand gebrauchen oder kann das weg? Ach ja, hier die, ich sag mal, Hidden Paper Clips. Also kann man natürlich an eine Tüte machen oder irgendwo dran, dann hält das. Ach, das ist schön, ne? Also die mag ich ja total gern. Schön. So, Weihnachtspost, Weihnachtspost. Ach, da habe ich ganz viele davon gemacht. Die passen aber hier gar nicht so richtig rein. Okay, bleibt aber erstmal drin. Nee, ich weiß, wo das reinkommt. Ich habe mir nämlich hier eine Tasche gemacht. Und da sind auch ganz viele Sachen drin, die ich angefangen habe. Ne, die ich gebastelt habe. Und deswegen kommt das mit hier rein. Das können wir später auch nochmal in Ruhe gucken. Oder ihr sagt dann, was ihr nochmal sehen möchtet. Oder ich verlinke das Video. So, und schon wieder eine Kiste leer. Kiste leer. Sehr schön. Dann haben wir nochmal Peggys Hase. Der muss hier auch schön irgendwo sitzen. Der hat noch keinen richtigen Platz. Geht gar nicht. So, hier haben wir nochmal leere Sachen. Okay, das müsste ich aber erstmal auswaschen. Das mache ich später. Das kommt hier hin. Mal die Tüte. So. Ah ja, hier war das, wo das drin ist mit der Freupost von. Das taucht hier irgendwo auf. Oder hatte ich das irgendwo. Ne, hier habe ich hingetan. Ne? Nee. Mal gucken. Ich tue das jetzt links neben mich auf die Stempelkissen vom Action. Also, wenn ich noch mal was wissen will, wo habe ich das denn hingetan? Bitte. Da habe ich es hingetan. So. Wo sind wir denn jetzt? Oh, hier sind. Oh. Du? Kartenrohling, ausgestanztes Herz. Ausgestanztes Herz. Jetzt kommt dein Kartenrohling hier hin. Ja, dann haben wir noch mal die Firma. Und die hatte ich doch, obwohl das auch, wie gesagt, ist zu dick. Die hatte ich ja hier drin. Da ist ja noch was Platz, aber eigentlich ist es zu dick dafür. Also, ne, das muss man ja auch irgendwo reinkriegen, ist ja. Aber okay, sie sind jetzt erstmal beisammen. Das ist doch schon mal schön. So. Ach ja, dann habe ich hier noch mal ein leeres Ding von den Inkpads, kann weg. So, das war ja die Stempelhilfe, die die liebe José mir geschenkt hat vom Hobbyshop Wilms. Die ist ja schon, die gibt es halt noch zu kaufen, aber das ist ja nie, keine Neuheit. Und zwar Inke Dinke Du Stamping Gear. Da kann man im Kreis stanzen. Das hat die mir so mitgegeben. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Aber ich glaube, ich tue das jetzt hier in so eine, wo haben wir's hier? In so eine Mappe. Dann habe ich alles zusammen, ne? Und nicht einzelne rumfliegen. So, das finde ich halt das Gute daran. Man kann sehen, was drin ist und hat es halt schön kompakt zusammen. So. Was immer ich hier probiert habe. Keine Ahnung. Vielleicht fällt es mir irgendwann wieder ein. Und hier ist die tolle Lampe, die ist auch von Peggy. So. So, dann haben wir hier nochmal Ribbon. Ribbonbänder. So. Ein Falzbein. Und das gehört doch bestimmt hier zum Falzbrett. Genau. Na, das war das Action-Falzbrett. Und das könnte ich eigentlich nochmal sauber machen. Ne? Oh. Na, wie geht das? Also, so rum. Logisch. Ja, das müsste ich mal sauber machen. Das. Ja, das liegt ja auch nicht ganz plan auf. Es ist beim Action ja immer so. Also ich bin ja selber da so ein Opfer. Es ist günstig und dann kauft man es. Obwohl man schon ein gutes hat. Aber man könnte ja noch eins gebrauchen, ne?
Ich meine, das war ja, ich glaube, das war 1,50 €. Funktioniert auch, ist auch in Ordnung, ich will nicht schlecht reden, aber das ist halt so, ja, das Fatale daran. Obwohl, wie gesagt, das sind ja Centbeträge und manches Mal, muss ich sagen, habe ich im Action Sachen gekauft, günstig, die auch gut waren und wo ich dann gesagt habe, okay, da habe ich Spaß dran, das gefällt mir, ich gucke jetzt mal nach qualitativ hochwertigeren Sachen, weil es verbraucht war oder weil ich da Spaß dran hatte. Ne? Also von daher, ich würde Action da auch nicht verteufeln. Wir sind doch alle froh, dass wir eine Action haben, oder? Also ich schon. So, oh Gott. Jetzt haben wir hier Glue-Tape. Kommt hier bei Kleber rein. Oh, Leute. Ein Zeug, ich sag's euch hier. Ich kann noch ein bisschen ringen. Alter Verwalter. Okay, das kommt hier hin. Das ist Ribbon. Kommt hier hin. Ah, hier habe ich die Maschine da ausprobiert. Da bin ich auch überlegen, die habe ich ja im Action gekauft, da war ich auch mega froh, dass die gab, richtig cool. 14 breit, 19 hoch, keine Ahnung, weg. Aber ich habe die ja von We Are Memory Keepers. Ich habe die. Ich habe sie trotzdem gekauft, weil da überlege ich auch vielleicht, ich muss sie nochmal beide testen und dann zu sagen, komm, eine darf gehen. Ja, weil es ist ja irgendwann auch zu viel. Was haben wir hier? Achso, das Turban-Beschreibung, wie ich den zusammen mache. Das kommt gleich mit im Schlafzimmer, wo der Turban ist. Rechnung. Dahin. Sticky Notes. Ja, leere Tüte. Da sind, brauche ich das? Nein, weg. Oh, ich bin so stolz. So, und das ist auch wahrscheinlich vielleicht, eine hat das geschrieben, wahrscheinlich, weil ich ein Video drehe. Sonst würde ich wahrscheinlich, wenn ich alleine wäre, noch tausendmal überlegen. Ist da? Und ach, doch nicht. Und ja, und irgendjemand hat auch geschrieben, ne, erstmal so, wenn man sich nicht trennen kann, erstmal behalten und dann nochmal gucken beim nächsten, weil das ist ja jetzt nicht in einem Durchgang passiert. Ne? Ich habe vielleicht gleich mal irgendwann gleich in den nächsten Wochen, Monaten eine Grundordnung. Ich, okay, hier ist jetzt alles wieder frei. Ich kann mal basteln. So, und jetzt gehe ich mal an meine Stanzen. Jetzt gehe ich mal dahin. Und vielleicht kann das ein oder andere dann auch mal nochmal gehen, was, wo man sich vorher nicht von trennen konnte. Ne? Aber wie gesagt, mein Ziel ist ja auch nicht aussortieren, sondern Platz zu haben zum Basteln. Weil es hat keinen Spaß mehr gemacht, weil ich nur hier diesen, was sind das? 30 cm, 40 cm, den, und ihr habt ja den, ne, und hier war alles vollgestapelt. Und dann, ich finde, manchmal hatte ich auch dann gar keine Lust, ne, zu drehen, weil das erschlägt einen. Und ich denke, nee, komm, du hast hier so einen großen Schreibtisch und ja, ihr kennt das. Also, wenn ihr mit aufräumt, bei allem, was ihr jetzt in der Hand habt und seid am Überlegen, weg oder nicht weg, weg. Schmeißt es weg. Verschenkt's. So, weg. So, hier, das müsste ich mal sauber machen. Ach, hier, meine ganzen Tools. Ja. Hier ist alles. Hier, drunter. Und ich sehe noch Stanzen. Ich Ribbon. So, noch mehr. Da muss ich echt lachen. Das ist auch. Leute, Leute, Leute. Das ist unglaublich. So eins. Ich hatte da doch beim letzten Video schon in der Hand zwei Stück. Die, hier liegen sie. Ich habe sie nämlich gesucht. Ich finde die sehr gut auch für Feste und für Festivals. Man kriegt ja meistens Marken. Und dann kann man schön sich die Marken reintun. Ne, weil immer Portemonnaie, ne, und kann die sich entweder in die Hosentasche oder auch schön hier ums Handgelenk machen. Ne, und hat dann, man hat ja nicht hier so ein Riesending Marken, ne, hat ja immer nur ein paar und hat die dann griffbereit, weiß, wo die Marken sind. Finde ich total nett. So mal als Tipp. Oder Idee. So,
Stifte, Tools. Hier mein, oh, da sind sie alle. Tool, noch ein Tool. Ganz viele Tools. Noch mehr Tools. Da ist ein Loch. Ich sag's euch, da ist ein Loch. Ah, hier, mein. Ja, wollen wir erstmal hier machen. So, Acrylblock. So, ich habe sogar eine eigene Schublade für Acrylblöcke und da waren auch welche drin. Da tue ich den jetzt rein. So, fertig. Unglaublich, wusste ich gar nicht mehr. Wusste ich nicht mehr. So, und das ist natürlich. Nix. Das ist ein Washi-Dings. Das behalten. Das hier. Ich mache jetzt alles auf dem Boden. Ich muss eh dann grob fegen. Ne, das geht gut mit so einem Gummibesen, auch am Teppich. Und dann sauge ich. Ja, hier habe ich mal angefangen, mir hier zu stempeln. Und dann, damit ich, wenn ich bastel, das schnell mal zur Hand habe. Ne, dann kann ich nämlich, wenn ich ein Video drehe, das hält ja am meisten auf. Ne, dann kann ich schnell so einen Spruch fertig. Ne, unsere Karte ist ja manchmal schnell gebastelt. Und jetzt fällt das hier auch schon wieder, das ist auch schon bald wieder zu klein. Washi-Tape. Washi-Tape kommt hier zum Washi-Tape. So. Weg. Ja, komm. Weg. Weg. Obwohl, jetzt wird das langsam. Ich nehme mir jetzt das mal als Müll. Erstmal. Ah, hier ist noch was drin. Weihnachtspost. Bärmastee. Okay. So. Müll. Müll. Tempos. Ah, hier habe ich die kleinen Umschläge gebastelt. Schön. Schön, 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 schön. Dann war hier Hause. Die könnte man ja auch noch schön weiterfahren. Ja, behalten. Sticker. Die alten Inkpads vom Action. Da können wir auch mal noch. Habt ihr dazu mal Lust? Ihr müsst mich aber erinnern, falls ich das vergesse, dass wir mal gucken. Der Action hat ja schon so oft Inkpads, Stempelkissen. Und ich habe die ja alle gekauft. Bis zuletzt hier diese runden. Den habe ich nur einmal gekauft. Bis der, der aussieht wie so eine Blume. Den habe ich nur einmal gekauft. Der Rest habe ich, was steht hier, kreativer, gebucht. Achso, was ich gebucht habe. Aber die anderen habe ich mir alle gekauft. Weil ich, wie gesagt, auch viel matsche. Das bringt mich so richtig schön runter. Wie gesagt, nochmal, matschen ist nicht negativ behaftet bei mir, sondern einfach, ich weiß nicht, wie ich anders dazu sagen soll. Da, ohne dass das überkandidelt sich anhört. Und für mich ist das, ja, ich bin ja kein Künstler. Ne? Also ich finde das so angeberisch, wenn ich das sage. Für mich, sag mal, ich matschen. Ich matsche. Ich mache das ja einfach so, ohne nachzudenken und gucke und tue. Und hier war auch irgendwas drin. Ich glaube, das war auch von der Peggy. Behalte ich natürlich. Ja, ich glaube, war das einmal die Zahlen? Ich weiß nicht. Noch eine Stanze. Noch nie probiert, muss ich machen. Vor allem, die sind so schön klein und die sind gelayert. Oh. Ich gleich mal für einen Planer. Lass ich mal hier liegen. Zibulinstanze. Keine Ahnung. Muss ich nachgucken, was das heißen sollte. Zibulinstanze. Sagt euch das irgendwas? Weg. Ja. Ach, das war. Ich mag das nicht, wenn hier so Schokolädchen sind oder wenn irgendwo was drin ist. Also. Seid mir nicht böse, aber wenn irgendwo ein Bonbon oder so beiliegt, auch bei einer Bestellung, ist nicht meins. Ganz ehrlich, es ist nicht meins. Ich lege es meistens auf der Arbeit aus. Die sind ja auch wie die Termiten, die essen alles. Da bin ich ganz eigen. Ich bin normal nicht eigen. Sondern ich esse auch Sachen, die schon mal vom Ablaufdatum drüber sind. Da habe ich überhaupt gar keine Probleme. Aber so ein einzelner Keks, einzelner Bonbon oder das ist so, es ist meine Meinung. Ne? Kann jeder anders sehen, ist meine Meinung. So irgendwie oder ein Teebeutel. Ja. Vielleicht sage ich jetzt besser gar nichts, bevor ich mir den Mund verbrenne. Aber wisst ihr, was ich meine? Dann gerade bei Bastelsachen, Leute, legt doch ein Stickerchen bei.
oder keine Ahnung, irgendwie ein ausgestanztes Teil von irgendeiner, also man könnte das ja auch verkaufsfördernd noch machen. Man könnte ja zum Beispiel von wenn irgendeiner was bestellt hat, wenn ein neues Release rauskommt, sagen, der eine hat aber Papier bestellt, ich tue dem einfach ein, zwei ausgestanzte Teile dabei. Ne? Was weiß ich, eine neue Stanze von irgendwo, hier liegt jetzt gerade das hier mal rum. Ne? Einfach so, wenn das Weihnachten geht, einfach so zwei Dinger als Goodie. Das muss ja nicht immer viel kosten oder sonst irgendwas. Das kann ja, das wäre ja nochmal so hintergründig Werbung. Das wäre so meine Idee, wenn ich einen Shop hätte. Aber also ich mag das nicht mit den Sachen, mit den Bonbons und einen Beutel Tee und dann, ich weiß nicht, was drin ist, weil in ganz vielen Tees, die haben ja ganz tolle Namen, ne? Mediterraner Pfirsich und das und das. Ich kann die alle nicht trinken, weil da ist Zucker drin. Da ist Zucker drin. Da müsst ihr mal gucken. Also ganz viel Mist ist da teilweise drin, hier Aroma und sonstiges. Da kriegt man Sodbrennen von, also ich zumindest. Und da ist ganz oft Zucker drin und dann würden sagen die Leute, ja, ich trinke doch nur Tee, ich nehme trotzdem nicht ab. Ja, finde den Fehler. Ich trinke zum Beispiel jeden Tag mindestens 1 Liter Tee, aber deswegen muss ich darauf achten. Es gibt zum Beispiel bei der DM einen Zitronentee, da ist nichts drin. Das ist wirklich, und das schmeckt richtig zitronig. Aber man muss gucken, das braucht Zeit und ja, aber wir sind beim Aufräumen. So, wie viel haben wir denn? Ja, ich glaube, wir sind jetzt bald bei einer Stunde schon wieder. War jetzt nicht sehr spektakulär, aber ich habe gelabert. Ihr merkt schon meinen Hals. Aber ich habe eh, wie gesagt, im Moment Allergie. Da juckt es mich und Hals und sonstiges. So, was haben wir hier? Designmanufaktur, Stempel, Amazon, Pinzettenschere, Bastelmus, Vellum, Wachssiegel. Okay. Keine Ahnung, was ich mir da aufgeschrieben habe. So, nehmen wir noch hier die beiden Scheren. Die kennt ihr doch bestimmt auch noch. Die zeige ich euch auch noch mal. Die sind, die habe ich schon ewig. In 3 Tage habe ich mal ein Video zu gemacht. Die gibt es bei Amazon im Ständer. Richtig toll. Echt total klasse. Oh Mann, sagt mir bitte auch, dass wenn ihr Allergie habt, dass ihr auch mal so ein Gekrabbel im Hals habt. Und teilweise so ein beim Atmen. Merkt ihr, wie mir die Nase zugeht? Ach, ist wahrscheinlich auch der Staub. Dass das normal ist. Da kriege ich schon mal ein bisschen Panik, ne? So als kleiner Hypochonder. So, das räume ich gleich noch weg. Auf jeden Fall die Scheren, werde ich auch noch mal irgendwann ein Video zu machen. Die sind richtig klasse, die sind von Amazon. Ich weiß jetzt nicht, wann ich das Video zusammensetze, ob ich wieder daran denke, aber ihr könnt mir das mal oder beim nächsten Live. Da mache ich mir mal einen Zettel, was ich alles verlinken wollt oder was ihr alles sehen wollt. Ja, so, das war Teil 2. Ja, hier sieht es. Hier ist, ne, es ist nicht mehr hier so hoch, sondern noch so hoch. Aber ich sehe auf jeden Fall schon mal hier den Boden. Ich denke, wir brauchen noch ein bisschen. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal ein bisschen alleine. Schauen wir mal, weil hier gibt es noch viel zu räumen. Ganz, ganz viel. Ihr Lieben, ich bedanke mich vor allem für, ja, für euren Zuspruch. Mega. Ich fand es richtig toll. Und dass manche mit mir aufräumen wollen, dann einfach das Video im Hintergrund laufen lassen, wie die hier Dönsrad da labert. Jo. So, ich muss mich nämlich jetzt fertig machen. Ne, wir frühstücken jetzt erst, dann mache ich mich fertig und dann geht es wieder zu Pink Pop. Na, da habe ich auch ein kurzes Short. Ja, ist cool. Kann ich nicht anders sagen. Heute kommt Ed Sheeran und da freue ich mich drauf. Ihr Lieben, bleibt gesund, schaltet mir ein, abonniert meinen Kanal. Ihr kennt ja das Spielchen. Würde ich mich freuen. Und wir sehen uns. Tschö.